As Dusk Falls ist eines dieser Spiele, die so ganz anders sind als vieles, was uns sonst so an Games vor die Schnauze geworfen wird. Wieso dieses Spiel deine Aufmerksamkeit verdient hat und du dir ein paar Stunden freischaufeln solltest, um es auszuprobieren, darum geht's jetzt. Ein kleiner Disclaimer, ich zeige in diesem Video nur sehr unaufregende Szenen des Spiels, um Spoiler zu vermeiden, denn As Dusk Falls lebt nicht nur von seiner Story, die Story ist quasi das ganze Spiel. Der Titel versteht sich wohl weniger als klassisches Videospiel, sondern reiht sich eher in die Riege des interaktiven Films ein, ähnlich wie die Spiele von Quantic Dream, was bedeutet Heavy Rain, Detroit Become Human und so weiter. Vergleichbar auch mit den Telltale-Spielen von The Walking Dead. As Dusk Falls erzählt die Geschichte von zwei Familien in einem Zeitraum von ca. 30 Jahren, die durch unglückliche Ereignisse miteinander verbunden sind. Und mehr möchte ich an dieser Stelle auch gar nicht erzählen, denn je weniger ihr über dieses Spiel wisst, desto geiler ist die Erfahrung, die ihr damit haben könnt. Wo ich schon beim springenden Punkt bin: Erfahrung. As Dusk Falls ist nämlich noch weniger Videospiel als eben zum Beispiel Heavy Rain. Das Gameplay erinnert schon fast an eine Visual Novel. Soll heißen, ihr erlebt eine Geschichte und müsst in regelmäßigen Abständen Entscheidungen treffen. Manchmal sind das nur Dialogoptionen, manchmal banal wirkende Dilemmas und wenn es hart auf hart kommt, eine Entscheidung, bei der ihr schwitzend vor eurem Bildschirm hockt. Jede dieser Entscheidungen hat Konsequenzen, mal groß, mal klein. Aber genau das macht As Dusk Falls zu einer unglaublich unterhaltsamen Videospielreise. Es fühlt sich eben an wie ein Film, aber halt einen, bei dem ihr entscheiden könnt, wie die Geschichte weitergeht. Dieses Modell ist nicht neu, das ist mir klar, aber die krasse Limitierung des Gameplays, ohne dass es langweilig wird, ist das, was dieses Spiel so grandios macht. Denn es vergeht gefühlt keine Minute, ohne dass ihr eine Entscheidung fällen müsst. Und das lässt euch am Ball bleiben. Am Ende jeder Sequenz seht ihr außerdem, welche Entscheidung in der Vergangenheit zu welchem Ausgang geführt hat. Ich habe die Story jetzt einmal komplett durch und möchte sofort wieder ran, denn der Wiederspielwert ist enorm. Viele Storystränge und Passagen habe ich in meinem ersten Playthrough erst gar nicht gesehen, weil ich mich eben an der entscheidenden Stelle dagegen entschieden habe. Teilweise haben meine Entscheidungen vor Stunden Auswirkungen auf meine jetzige Situation. Und sowas finde ich extrem geil. Wie ihr im Video schon seht, ist der Artstyle ziemlich, sagen wir mal, experimentell. Alle Charaktermodelle sind in diesem Aquarell-Look gezeichnet, während die Umgebung ganz normal animiert ist. Das mag auf den ersten Blick etwas eigenartig wirken, aber ich verspreche euch, das fällt euch nach kürzester Zeit kaum noch auf. Vor allem, weil die gesamte Story durch und durch auf Deutsch und zig anderen Sprachen vertont und somit sehr immersiv ist. Die Lokalisierung ist grandios gelungen und ich empfehle euch, die fantastische deutsche Sprachausgabe einzuschalten. Jay! Was? Bleib bei der Sache, kleiner Bruder. Hätten ihn nicht mitnehmen sollen. Ach was, er macht das schon. Also, genau wie wir besprochen haben. Zusätzlich ist das Game perfekt, um mit euren Freunden oder Partnerinnen, Partnern oder was auch immer eine coole gemeinsame Gaming-Erfahrung zu teilen. Denn man kann As Dusk Falls im Multiplayer spielen. Spielen unter Anführungszeichen. Dabei entscheidet man gemeinsam, welche Richtung die Geschichte einnehmen soll. Man stimmt also während einer Gabelung der Geschichte ab, wie sich die Charaktere verhalten sollen. Die Option, die die meisten Stimmen bekommt, gewinnt und dann geht die Story weiter. Und das sorgt für zwischenmenschlichen Spaß, Action und Spannung. Garantiert. Plus, solltet ihr streamen, könnt ihr das Spiel auch mit eurem Twitch-Chat spielen. Für mich irrelevant, da ich nicht streame, aber saucooles Feature. Sollte euch das, was ich euch jetzt erzählt habe, nur ein bisschen reizen oder ansprechen, dann bitte, probiert As Dusk Falls aus. Es ist sowieso im Game Pass, also gibt's da keine Entschuldigung. Wenn ihr heute also von der Arbeit, Schule oder Uni heimkommt, statt irgendwas auf Netflix zu streamen, spielt As Dusk Falls. Ich glaube ziemlich sicher, ihr werdet es nicht bereuen. Meine Güte, ich wünschte, solche Spiele würden monatlich erscheinen. Ich liebe diese Art Game einfach. Habt ihr As Dusk Falls schon gespielt? Wenn ja, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare und falls nicht, warum nicht? Sollte euch das Video gefallen haben, dann freue ich mich außerdem wirklich sehr, wenn ihr eben unten kommentiert, ein Herz oder einen Daumen nach oben dalasst oder eventuell sogar abonniert. Ich bin noch ein recht kleiner Kanal und freue mich wirklich extrem über jeden und jede einzelne von euch, den oder die ich hier begrüßen darf. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zusehen, ich wünsche euch einen fabelhaften Tag und bis zum nächsten Mal.